Hallo in die Runde, willkommen zu einem neuen Rocket-Video. Wir sind jetzt definitiv auf der Zielgerade, deswegen zeige ich gerade nochmal, worum es hier eigentlich geht. Letztlich geht es darum, sich für das große Jahresfinale zu qualifizieren, denn dort gibt es einen fetten Jackpot, in dem jetzt 20 Tage vor Schließen der Tore schon über 80.000 Euro drin sind. Das heißt, insbesondere der Sieger wird sich über ein stolzes Sümmchen deutlich größer 20.000 Euro freuen können. Doch dazu muss man sich erstmal für dieses Jahresfinale qualifizieren und deswegen sind jetzt auf den letzten Metern auch wieder alle ganz heiß drauf. Richtig viel Publikum wieder, gar nicht so leicht, sich im Moment zu qualifizieren. Ihr könnt hier über Ranglisten, Rocket-Rangliste, einfach mal schauen, was abgeht. Selbst wenn ihr hier nicht spielt, nicht registriert seid, einfach mal gucken, wer ist so immer dabei, wie sind die Ergebnisse. In dieser Woche zum Beispiel hat Vettel Mizas schon mal so gut vorgelegt, dass der es wohl sicher unter die ersten 9 schaffen wird. Dahinter balgt sich das Feld noch und das ist natürlich klar. Wir sind ja erst am Dienstag und das Turnier läuft, oder diese Wochenquali läuft ja über die ganze Woche. Es sind jetzt auch alle Ranglisten aktualisiert. Ihr könnt also auch gucken, wer sind denn eigentlich schon die Qualifizierten. Am Ende werden es 81 Spieler sein, also ein paar kommen noch dazu. Wer es jetzt noch nicht geschafft hat, kommt vielleicht sogar noch über die Jahresrangliste rein. Da ist der eine oder andere auch schon ziemlich sicher mit da drin. Dort zählen die besten 6 Wochenergebnisse. Aber auch hier wird natürlich unten, da wo die Grenze ist, noch richtig gekämpft. Und schließlich haben wir auch Lucky Loser, also besonders fleißige Spieler, denen das Glück bisher einfach noch nicht hold genug war. Von denen werden auch noch ein paar gelost. Und dann geht es eben im Januar, Ende Januar, ich glaube 21. ist, glaube ich, der Termin, geht es dann um die ganz große Wurst. So, das nochmal zu Eingang, um das einzusortieren. Und dann schauen wir jetzt mal, was mir heute Abend widerfahren ist. Nun aber ran an den Feind. Entschuldigt bitte, hat ein wenig gedauert. Ich habe mit der Technik heute hier Schwierigkeiten gehabt, habe aus Versehen den Mauszeiger aufgenommen. Die Karten sind hier unten ein bisschen abgeschnitten. Eben noch 1,5 Stunden gesucht, bis ich die Bildschirmaufnahme überhaupt wieder hinbekommen habe. Also ein paar technische Schwierigkeiten, die mir da reingegrätscht sind. Jetzt sollte es aber funktionieren und auf jeden Fall kann ich euch versprechen, dass es trotz alledem eine ziemlich denkwürdige Liste hier war, habe ich so auch noch nicht erlebt. Ja, mehr verrate ich noch nicht. Das seht ihr dann gleich. Erstes Spiel hier. Ich habe in Mittelhand natürlich keine Karte abbekommen. Es wird hochgereizt und Spieler 1 in Hinterhand darf die Trumpfwahl und die Spielwahl durchführen. So, wenn da jemand bei 40 Pik spielt, dann sieht das für uns erstmal nicht so besonders erbaulich aus. Kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass wir da groß was bewegen können. Selbst wenn mein Partner jetzt die drei oberen Buben hat, dann steht Trumpf ganz artig. Ja, war aber auch nicht unbedingt mitzurechnen. Gut. Jetzt zieht er Trumpf. Da ist es ein Sechstrümpfer, ein Karo dabei. Kreuz Ass zu dritt wahrscheinlich. Also gleich mal aufgeben. Mehr gibt's nicht. Da geht auch die Karte hoch. So ist es. Kreuz Ass zu dritt. Da war nichts zu machen. Pik mit drei Schneider. Gut. Zweites Spiel. Wieder nichts von mir. Diesmal in Vorhand. Aber die beiden zeigen, dass sie willig sind, hier die Spiele zu gestalten. Es wird also wieder gereizt. Ja. Kommt denn diesmal ins Spiel? Ja, wieder bei 40, also das ist doch ausgleichende Gerechtigkeit. Eben war es Spieler 1 für 40 dran, diesmal ist es Spieler 2. Er spielt einen Grang, da kann man ja mal auch recht kurz entschlossen einen Ass auf den Tisch packen. Es ist immer ja immer gut möglich in diesem Format, dass das kein guter Grang ist, dass es ein Springergrang ist, wo er nur zwei Buben hat, dann will ich gerne meinen Ass direkt zeigen. Es kann auch sein, dass er drei Buben hat, trotzdem irgendwie eine gewisse Kürze hat. So, Pik sticht er, Karo schnippel ich, und da kommt auch schon die 36er Reizung von meinem Partner, der hat Kreuz ohne 2 ganz offensichtlich gereizt. Ja, wenn Spieler 2 jetzt nicht ein paar Herzstehkarten hat, wenn er jetzt noch mit Karo vom Stich gehen muss, dann kommt natürlich Übergabe Pik und dann nur noch Kreuz. Also er kann jetzt eigentlich
Also sagen wir mal so, hier sehen wir es noch, ich habe da eben vorgegriffen, wenn er nicht alle vier Buben hat, und die hat er nicht, das war in der Reizung schon fast klar. Dann sollte er jetzt besser vier Herzen haben oder zumindest Ass 10 König. Nein, dann war das definitiv hier sein letzter Stich, denn Kreuz hat er nicht, Pik hat er nicht, Herz, Ass 10 König sind raus. Karo auch offen gespielt hat er, meine ich, 57. Also jetzt wäre er gut beraten, wenn er ein wenig was gedrückt hat. Nein, hat er aber nicht. Er verliert hier Grang mit 57 Augen. Ja, willkommen beim Rocket. Ist er für sein Karo, den er wohl eigentlich hat, nicht reingekommen, auch nicht für den Karo Hand, und musste den Grang spielen, wo leider auch Herz nicht 2-2 verteilt war. So, drittes Spiel, mein erster Auftritt. Ja, schöne Karte. Für Pik ohne 2 komme ich nicht ran, und auch für den Pik Hand ohne 2 komme ich leider nicht ran. Der ist ja auch schon gar nicht mehr ganz so überzeugend mit den beiden Bildern, die ich hier noch durch die Gegend schleppe, Herz, Dame und Karo König. Trotzdem, hier hätte ich ihn natürlich gern gespielt, hier muss ich ihn schon reizen, aber komme eben nicht ran. So, Vorhand spielt Grang. Den schauen wir uns natürlich mal genau an. Erste Überraschung, auf Pik Buben legt mein Partner schon ein Bild. Bei der 44er Reizung ausgerechnet Pik Dame. Na gut, erste kleine Irritation. Vielleicht nicht unbedingt die beste Karte. Oh, was ist denn das? Hier kommt Herz 10. Ist die blank oder was soll das? Das ist natürlich ärgerlich, beziehungsweise ein Glücksfall für den Spieler. Und hier könnt ihr es jetzt sehen, ganz offensichtlich klickt Spieler 2 wahllos in die Karten, immer von oben, erst die Bilder, dann die Luschen. Ja, ganz offensichtlich ist der Kollege nach dem verlorenen Grang jetzt reichlich angefressen. Er hat ja genug Luschen hier. Und wir haben eben gesehen, Herz 10 war auch gar nicht blank. Jetzt fliegen die Karten weg und der Spieler gewinnt mit 67. Also ich würde mal sagen, ja, normalerweise nicht zu gewinnen, das Spiel. Auch wenn er dann irgendwie anders versucht, das Kreuz Ass, wenn er noch nicht zieht, er wird das Spiel normal nicht gewinnen, wenn nicht Spieler 2 hier irgendwie so ein bisschen Amok läuft. So kann man es wohl sagen, er läuft ein wenig Amok. Gut, verfolgen wir mal, wie das weitergeht. Nun bin ich im vierten Spiel das erste Mal rangekommen. Gut gefunden. Ganz solide ist das natürlich ein Pik, da ich in Mittelhand bin, aber für solide ist es mir hier schon wieder ein bisschen zu spät, beziehungsweise der Grang mit 14 Augen im Keller hat natürlich auch viele Chancen. Also entweder die Buben verteilt oder Pik 10 König auseinander. Das würde ich mal sagen. Wenn eins davon zutrifft, dann werde ich gewinnen. Wenn beides zusammensitzt, also beide Piken in einer Flosse und die beiden Jungs zusammen, dann habe ich wahrscheinlich Probleme. Ja, löst sich gleich im ersten Stich. In Wohlgefallen die Probleme. Buben sitzen zusammen und wieder Spieler 2 tut erstmal eine Lusche rein. Damit habe ich jetzt das Spiel natürlich sicher Schneider. Ich werde am Ende noch die Kreuz-Lusche abgeben. Also, das sollte diesmal nicht mein Schaden sein. Fünftes Spiel. Naja, ein einfacher Kreuz. Den können wir zumindest reizen. Beikarte oder Trumpf bräuchte sicher noch Verbesserung. Gut. Bei 24 Gegenwehr strecke ich die Waffen. Das hat dann wenig Aussicht auf Erfolg. Aber wir sind ja noch gar nicht am Ende. Aus dem Walde ruft es 30 aus Hinterhand und damit ist der Besitzer. Tja, auch mal nett, gereizt, wahrscheinlich tot gefunden, vielleicht einen Buben gefunden oder so schlecht gefunden, jedenfalls, vielleicht war es auch der letzte Angriffsversuch, direkt aufgegeben, ohne überhaupt zu spielen. Ja, willkommen mal wieder beim Rocket, da geht es manchmal hoch her. Das ist natürlich in dem Fall, ja, für mich oder Spieler 1, je nachdem, wer da vielleicht ein gutes Spiel gehabt hätte, ärgerlich. Aber so nehmen wir eben ohne Kampf und ohne Gefahr die 40 Punkte mit. So, für 18 angekommen, nur drei Jungs. Brauch Verstärkung, finde immerhin einen Ass, aber nun ausrechne wieder so, dass ich den Drilling mit der Assfarbe habe. Das ist für die drei Buben natürlich die schlechteste Konstellation. In jeder anderen Konstellation
Kriegt man einen 6-Trümpfer irgendwie zusammengebastelt mit einem Seitenass? So kann ich mich jetzt entscheiden, 5-Trümpfer oder 6-Trümpfer? Ja, die übliche Frage. Der 6-Trümpfer hat eine Bots-Beikarte, der 5-Trümpfer ist in Trumpf nicht ganz so gut. Ich habe mich jetzt hier trotzdem für den 5-Trümpfer Kreuz entschieden. Ganz sauber, 4 Augen, Pik gedrückt. So, Pik gestochen, soweit nicht schlecht. Jetzt sollte, wenn es geht, Trumpf eben artig 3 zu 3 verteilt sein, sonst wird es wohl schwer. Der erste Trumpfstich deutet aber schon so darauf hin, dass Trumpf zu viert steht. Das wäre ein typisches Szenario, um mit dem Kreuzbuben erstmal einmal den Pikjungen laufen zu lassen. Also ich vermute mal, dass die beiden Trümpfe noch Beispiele 1 sind. Ja, schlicht, was nützt es mir? Ich muss jetzt sowieso erstmal gucken, wie das Spiel weitergeht. Brauche jetzt natürlich in der Beikarte noch ein wenig Optionen. So, Herz Ass sehe ich natürlich schon mal gerne. Hier seht ihr es schon, Spieler 2 irgendwie unrund, aufgeregt, verlässt den Tisch, kommt wieder an den Tisch, verliert kurz die Verbindung. So, ich komme hier mit der Herz 10 ran. Ich habe jetzt in der Aufregung nicht mehr ganz genau im Kopf, wie viele Augen ich liegen hatte. 4, dann mit dem König 14 gestochen, 18, 22, 32. Also auf jeden Fall. Und wenn ich jetzt das Karo Ass ziehe, stehe ich glaube, ich stehe dann auf 48 oder sowas. Das langt mir nicht, selbst wenn ich dann die 10 gestochen kriege, die noch im Umlauf ist, die Pik 10. Ich versuche es lieber jetzt Trumpf von oben, obwohl ich schon glaube, dass beide Trümpfe Beispiele einsetzen, dann Trumpf wieder raus und muss jetzt mit Karo Ass, König, Dame hier in den Schnitt kommen. Da gelingt es, jetzt ist nur noch viermal Karo draußen, also ich habe Rest, wir können aber hier schon wieder sehen, Spieler 2 hätte jetzt hier natürlich die Chance gehabt, auf die Herzdame die Karo 10 zu funden, das hat er nicht getan, und damit gewinne ich jetzt das Spiel ausgesprochen glücklich, schmeichelhaft mit 64, also ganz klar ein Geschenk hier. Ja, es ist die Wahrheit, auch solche Listen gibt es, ich sehe sie nun ganz selten, dass hier jemand so durcheinander ist, genervt ist wohl. Ich will es aber nicht verheimlichen, es kommt vor, ihr seht es hier. Spieler 1 jetzt gibt auch einen Kommentar ab, ist natürlich damit nicht einverstanden mit der Performance, hat allerdings vielleicht nicht mehr auf dem Schirm, dass er im dritten Spiel bei korrekter Vortragsweise seinen Rang mit 2 auch nicht gewonnen hätte. Also letztendlich hat er genauso profitiert, wenn nicht noch mehr, von diesem Ausfall da bei Spieler 2. Deswegen würde ich da empfehlen, die Kirche ein bisschen im Dorf zu lassen und ja, einfach das so zu akzeptieren, wie es ist. Hier haben wir es eben auch gesehen, Karo 10 geht da direkt rein. Jetzt ist die Karo Lusche noch da. Also ja, ohne weitere Worte, Spieler 2 läuft hier ein bisschen amok, beziehungsweise will nur noch die Liste zu Ende bringen. Man sieht auch, wie schnell die Karten da immer geflogen kommen. Und tatsächlich kann ich euch verraten, ich habe hinterher noch eine Chatnachricht bekommen. Spieler hat sich zweimal bei mir entschuldigt, war völlig durch den Wind, völlig genervt, hat nur noch auf die Karten draufgeklickt. Das ist ja auch hier zu sehen. Ja, führt einfach jetzt hier zu interessanten Spielverläufen. Es ist ja tatsächlich so, dass du beim Skat so oder so, auf welchem Level auch immer, häufiger mal ungewöhnliche Züge siehst, Fehler siehst. Das Spiel lebt auch von den Fehlern. Hier ist es jetzt ein bisschen zu sehr übertrieben. Gut, es sind nur 12 Spiele und dann hat der Spuk natürlich auch wieder ein Ende. So, das war jetzt hier, glaube ich, wieder ein sehr gutes Spiel, ohne große Chance für uns. Dann noch einmal Karo unter durch, Ende der Vorstellung, Herz zweifach Schneider. Spieler 1 steht also gut, hat eigentlich keinen Grund, sich zu beklagen. Klar, 40 Punkte hätte er gern von mir nochmal mitgenommen. Wie gesagt, wenn er seinen Rang mit 2 verliert, dann hätte er hier gar nichts reißen können. Daher, das sollte er dann auch berücksichtigen und dafür steht er dann wirklich ganz ausgezeichnet. Macht hier jetzt das dritte Spiel hintereinander. Könnte also seine Liste sein. So, 6 Trümpfer ganz offensichtlich. Herz dabei, kein Stück Kreuz, Kreuz 10 geladen. So, wenn er jetzt noch im Pik 10 zu dritt oder so sitzt, dann können wir ihn greifen. Dann kommt er zu kurz. Tatsächlich, Herz hat er erstmal nicht mehr, also hat er noch einen Trumpf und drei Piken. Wenn mein Partner Pik Ass hat,
Na, dann kann er, darf er natürlich den ersten nicht rausnehmen, dann komme ich mit dem Pik König ran, kann noch einen Kreuz-Zwischenzug machen. Dann holen wir uns die Pik 10. Nun sehe ich aber hier schon, mein Partner hat nur die Pik 10, also ist das Pik Ass beim Alleinspieler. Also werden wir wahrscheinlich nicht gewinnen. Ich bluff jetzt hier, denn wenn ich den König reintue, ist es zu offensichtlich. Ja, wenn jetzt Spieler 1, er müsste einen argen Fehler machen, wenn er jetzt Pik Dame hat und abwirft, dann gewinnen wir noch, aber Herr 10 ist auch der letzte Volle im Spiel, also es hat natürlich wenig Aussicht auf Erfolg. Ja, er gewinnt so oder so und hat jetzt 5,57. Ja, drei Spiele noch, ob ich ihn noch greife, dann müsste jetzt bei mir die Maschine mal anspringen, ansonsten sieht es aus, als ob es jetzt hier ein wenig langweilig wäre, zumindest was meine Seitenwerte angeht, 500 vor und 300 zurück. Dann kriege ich immerhin für 18 hier das Spiel, habe einigermaßen gefunden, weiß ganz klar, was ich drücken soll. Sieben Augen in Kreuz und jetzt den Herz spielen. Irgendwas sitzt unrund, also Karo kommt raus, damit sitzt er wahrscheinlich nicht 2 zu 2 und dann bleibe ich hier mit dem Pik Buben am Stich. Deutet auf eine ungünstige Trumpfverteilung hin, also jetzt ist mir schon irgendwie nicht mehr so richtig wohl. 20 Augen liegen, was nützt es? Diesmal Kleintrumpf weiterspielen und dann mal schauen, ja. Willkommen beim Skat. 5 Trumpf dagegen mit beiden Buben und beiden Trumpfvollen. Dazu jetzt die restlichen vollen Kreuz Ass etwa stehen. Natürlich müsste er bei Spieler 2 spielen, stehen, sonst hätte Spieler 1 irgendwas zu reizen gehabt. Also das wird jetzt natürlich sehr wahrscheinlich nichts. Gut, was nützt es? Soll ich Pik rausnehmen? Nee, also wenn dann überhaupt versuchen, irgendwas zu erschnippeln, auch wenn ich natürlich gegen 5 Trumpf gute Möglichkeit bestand, dass der Pik blank war. Ja, und dann sehen wir hier wieder, was Spieler 2 macht. Karo, die beiden fehlenden Karos sind also offensichtlich beim Trumpfmann. Das ist schon mal gut, damit kriege ich die Stiche, dass ich hier die Trumpf Pik 10 gekriegt habe. Das war natürlich nicht unbedingt korrekt und nötig. Ja, Pik Ass wird da auch noch bedient. Also, ja, herrlich. Kreuz 10 gibt er mir auch noch. Gut, also zwei Volle hat er mir zugeschoben, die mir nicht zustehen. Damit habe ich jetzt gegen diese 5 Trumpf 75 bekommen. Ja, gut, was soll ich sagen? Nehmen wir mit, muss ich ja akzeptieren. Ist fast ein bisschen unangenehm, aber lässt sich jetzt nicht ändern. Spieler 1 beglückwünscht ihn. Ja, ich kann nur wiederholen, was ich schon sagte. Hat selbst auch profitiert, also kann ich im Dorf lassen. Spieler 2 auf Abwägen will nur noch in den Feierabend. So, wieder für 18 reingekommen. Also besser gesagt, bei Passe, Passe 18 geboten. Dafür jetzt natürlich wieder schlecht gefunden. Und jetzt habe ich mich immer für eine wilde Drückung entschieden, weil ich ja festgestellt habe, Spieler 2, der haut die Asse an sich so auf den Tisch, der ist nicht ganz da, dann behalte ich mal die Zähne alle besetzt oben und hoffe, dass die Asse einfach auf den Tisch kommen, dann sehe ich so besser aus, denn ein richtig gutes Spiel ist es jetzt natürlich nicht. So, hier sehen wir schon wieder, Herz Bube wird rausgenommen, also Trumpf 10 bleibt noch stehen, Spieler 1 vermutlich wieder 4 Trumpf. So, bisher kommt erstmal Herz auf den Tisch. Wie gesagt, lieber hätte ich einen Ass gesehen, da ist Trumpf 10, also zwei Trümpfe wohl noch bei Spieler 1. Gut, jetzt muss ich erstmal hoffen, wunderbar, da ist die Herz 10 zu mir gekommen. Ja, ich bin natürlich bei korrekter Fortsetzung verraten und Verkauf, wo ich auf den beiden Zehnern stehe. Spieler 1 könnte etwa Trumpf übernehmen jetzt und mich dann in Trumpf wieder einspielen, dann muss ich selber antreten. Doch was macht er? Er möchte lieber auf die zwei Augen vom Trumpf König es absehen. Das ist eigentlich glücklich für mich, denn damit kann ich jetzt Trumpf wieder rausspielen und habe natürlich Hoffnung, dass jetzt hier mal ein Ass verladen wird. Da wird auch ein Ass verladen, da wird das Pik Ass verladen. Das ist jetzt im Prinzip gut. Doof ist, dass ich jetzt die Pik 9 habe und die Pik Dame im Keller. Wenn ich jetzt den Pik König rausnehme, habe ich genau 58. Und muss dann selber mit der Kreuz-Lusche antanzen. Also da habe ich jetzt ein bisschen drüber nachgedacht. Ich komme eben nicht mehr vom Stich weg. Das ist ärgerlich. Deswegen habe ich mir gedacht, letzte Hoffnung, Spieler 1 hat vielleicht nur den Pik König blank und Spieler 2 Pik Ass zu dritt gewimmelt. Dann muss Spieler 1 jetzt Kreuz bringen und damit gewinne ich das Spiel. Deswegen
tauche ich hier einfach noch mal unter und jetzt Daumen drücken, dass Kreuz kommt. Ah, da ist dann die Pik 8 doch allen Ernstes beim Spieler 1. Und jetzt habe ich, glaube ich, 54 und darf keinen Stich mehr machen. Und wie von Zauberhand eilt mir als weißer Ritterspieler 2 zur Seite, nimmt Kreuz raus, schenkt mir auch dieses Spiel. Ist ja wirklich unfassbar, wie manchmal so die Karten geworfen werden können und müssen, damit so ein Spiel dann noch zu gewinnen ist. Also ganz klar eine Liste fürs Kuriositätenkabinett. Jetzt bin ich natürlich auch gut dabei. Das Spiel reizt sich natürlich auch nochmal bis 22. Finde diesmal Kreuz 8 und Dame, die passen ja einigermaßen. Gut, Spieler 1 werde ich damit nicht mehr erwischen, aber erstmal habe ich natürlich eine Chance, hier diesen 7-Trümpfer mit Seitenass zu gewinnen. Ist nicht automatisch gewonnen, wenn Trumpf zu dritt steht, Pik zu dritt, dann wird das Ding auch schnell brenzlig, aber optimistisch bin ich jetzt erstmal. Gut, einmal schnell abgeworfen und jetzt zusehen, dass die Pik-Lusche noch einigermaßen günstig davon geht. Wunderbar, 30 Augen. Jetzt ist sogar eine kleine Schneiderfantasie, wenn jetzt die beiden fehlenden Trümpfe 1 zu 1 verteilt sitzen. Deswegen steche ich auch eben mit dem Buben, falls der Pik-Bube rechts sitzt, dass jetzt kein Trumpfüberstich mehr ist. Und ich die Schneiderschanze wahre, ist aber nicht so. Spieler 1 hat noch den Pik Buben. Damit Rest bei mir und Ende der Vorstellung. Wir beenden den Tisch mit 488, 5 zu 0. Das war natürlich ausgesprochen schmeichelhaft. Ebenso schmeichelhaft Spieler 1, 5 zu 0, 557. Hat den Tisch gewonnen, hat die 5 Euro von Ariel von mir gewonnen. Die hat er sich auch redlich verdient. Spieler 2 ist so schnell vom Tisch abgehauen, der ist wohl jetzt, ja, auf Nimmerwiedersehen will ich nicht hoffen, aber für den Moment bedient. Ja. Weiß jetzt auch gar nicht mehr, was ich da noch so zu sagen soll. Ihr habt es gesehen, das war mal eine ganz interessante Liste. Es kommen dann also sicher auch wieder bessere, strukturiertere Listen, wo ein bisschen mehr Musik drin spielt, wo ein bisschen präziser gespielt wird. Darauf freue ich mich jetzt schon und wünsche euch wie immer einen schönen Abend und gut bleibt.